So, jetzt mal zu dem ganzen Baustellengerümpel hier. Also, ihr fragt euch sicherlich, was ist hier eigentlich los? Leitern im Raum, Absperrband überall. Na, die Sache ist, unser Studio befindet sich momentan noch im Umbau. Das alte Wohnzimmer, das ihr kennt aus den letzten Sendungen, das haben wir jetzt komplett ausgeräumt und verpassen dem Studio einen neuen Anstrich. Und ich glaube, Matthias ist auch gerade noch dabei. Den habe ich mir nämlich heute zur Unterstützung für die Sendung geholt. Sag mal, Matthias, was machst du da eigentlich? Ja, ich räume schon mal ein bisschen auf, ne? Ich meine, Eva, es ist ja nett, dass du mich bei der Live-Sendung dabei haben wolltest. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier nur schuften darf. So. Naja, aber es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, unser nagelneues Studio, das sieht ja auch immer noch aus wie eine Baustelle, oder? Aber die hat ja wenigstens Charme. Denn viele Gebäude auf dem Campus, die sind da wesentlich schlimmer dran. Nicht wenige Hörsäle sind kaputt und baufällig. Wie schlimm die Lage vor Ort tatsächlich ist und was Studierende und Lehrende dazu sagen, das hat sich Michelle Simon mal genauer angeschaut. Beschädigte Stühle und Tische, defekte Technik, asbestbelastete Gebäude sowie baufällige Räume sind kein seltenes Bild mehr an der Uni Mainz. Viele Studenten beklagen die Zustände an der Universität. Ja, ein großes Problem ist halt, dass es zu Verzögerungen kommt. Man muss auf den Techniker warten und dann verzögert sich auch die ganze Vorlesung. Dann dauert die länger und wenn man dann Anschlussseminare oder Vorlesungen hat, kommt man dann nicht mehr pünktlich und ist dann auch irgendwie scheiße. Ich habe keinen Sitzplatz, dann dauern die Vorlesungen oft stundenlang, weil die Technik nicht funktioniert, ein Techniker gerufen werden muss. Ich komme zu spät zur nächsten Vorlesung und ich habe einen Job. Die Professoren sind hinter dir her, wie der Teufel mit der Mistgabel und dann muss ich noch abends arbeiten. Es ist oft so, dass ich meinen Tagesplan überhaupt nicht auf die Reihe bekomme und wenn dann die Technik streikt, die ohnehin total veraltet ist und erneuert gehört, dann bin ich völlig gestresst, kann die Referate oft nicht richtig halten, krieg schlechte Noten. Es ist einfach nicht mehr schön hier. Ja, die PCs sind in der Zentralbibliothek extrem langsam, also so, dass man nicht adäquat arbeiten kann. Selbst für den Suchbegriff dauert es manchmal mehrere Minuten, sodass es keine Freude macht, am PC zu arbeiten. Nicht nur Studenten beklagen die Zustände. Auch Dozenten kritisieren ihre Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Petra Wacker, Dozentin für Amerikanistik. Wenn die Technik nicht funktioniert, dann muss ich für jede einzelne Sitzung einen Plan B machen, wie ich die Inhalte rüberbringen kann. Wie soll ich das machen, wenn ich einen Kurs unterrichte über Dialekte, wo ich auf Ton- und Videobeispiele angewiesen bin? Da nützt mir auch nicht, dass ich einen Techniker rufen kann, der super hilfreich ist, aber die Stunde ist trotzdem rum. Ich meine, wir unterrichten nicht mehr nur mit Tafel und Kreide, ich brauche die Technik. Geht es nach der bundesweiten Vereinigung der Hochschulkanzlerinnen und Kanzler, dürfte all das nicht sein. Sie geben Empfehlungen heraus, um Forschung und Lehre an deutschen Hochschulen zu verbessern. In ihrer Erklärung heißt es, die Entwicklung und die Gewährleistung des wissenschaftlichen Betriebes einer Universität sind untrennbar mit der Funktionsfähigkeit der baulich-technischen Infrastruktur verbunden. Ja, zu einem reibungslosen Ablauf des universitären Betriebes gehört eine gute technische Ausstattung, die den heutigen Anforderungen genügt. Es gehöre dazu gute Räume, eine gute Raumausstattung, neuere Gebäude, auch technisch sanierte oder neu gebaute Gebäude. Und da sind wir derzeit daran, auch im Laufe der nächsten Jahre die hier vorherrschenden Mängel zu beseitigen. Es sind sehr viele Neubauten hier auf dem Unigelände schon entstanden. Unter anderem Neubau Anthropologie, das neue Georg-Forster-Gebäude, Neubau Hochschule Musik. Und es werden auch weitere Gebäude, die asbestbelastet sind, die jetzt schon außer Betrieb genommen wurden, werden abgerissen und im Laufe der Zeit durch neue Gebäude ersetzt werden. Finanziert werden die Hochschulen vom Staat sowie verschiedener Stiftungen. Selbst wenn Geld für neue Gebäude vorhanden ist, dauert es Jahre, bis sie stehen. Wer für die aktuellen Missstände verantwortlich gemacht werden kann, berichtet der AStA. Die Verantwortung ist ganz klar bei der Politik zu suchen. Die Landesregierung hat über Jahre hinweg die Universität nicht ausreichend finanziert. Der bauliche Zustand der Universität ist auch teilweise desaströs. Mainz ist eine Massenuniversität, doch die Gegebenheiten spiegeln das nicht wider. Unsere Universitätsbibliothek ist für 5000 Personen ausgelegt, 35.000 Studierende haben wir heute. Unter diesen Umständen, auch dem desaströsen Bauzustand vieler Gebäude geschuldet, ist der Zustand der Mainzer Universität einfach nicht exzellent. Natürlich haben wir Erfolge in einzelnen Teilbereichen, doch für die Masse trifft das nicht zu. Hier muss die Politik mehr Geld in die Hand nehmen, um den Zustand entsprechend zu ändern. Das Land verweist Campus TV auf die Zuständigkeit der Universität. Die kann jetzt nur schrittweise ausbauen.
Ja, die technische Ausstattung der Hörsäle an der Universität ist momentan nicht ausreichend, das muss man so sagen. Wird den heutigen Standards und dem, was man erwarten kann, nicht gerecht. Es konnte in den letzten Jahren da relativ wenig gemacht werden, weil das einfach an den bescheidenen Budgets lag, die wir zur Verfügung hatten. Die Hochschulleitung hat jetzt vor einigen Jahren eine Zentralisierung der großen Hörsäle durchgeführt. Wir werden ein größeres Budget bekommen und denken, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Mehrzahl der Hörsäle auf den heutigen technischen Stand und Ausstattung bringen können. Dabei steht die Uni Mainz unter Druck. Sie muss im Wettbewerb der Universitäten attraktiv bleiben. Moderne Hörsäle und funktionierende Technik sind da ein Muss. Bis das bei der Uni Mainz soweit ist, wird es noch eine Zeit lang dauern. Für viele der jetzigen Studenten ist es bis dahin zu spät. Und heute hat sich auch unser Universitätspräsident Professor Georg Krausch zur Gebäudeproblematik geäußert. Er betonte ausdrücklich den Renovierungsfortschritt der vergangenen Jahre und gab uns außerdem folgendes Statement. Zunächst mal ist der Haushaltsgesetzgeber verantwortlich dafür, wie viel Geld hier investiert werden kann. Und da haben wir leider Gottes seit Jahren sogenannte überrollende Sachhaushalte. Das heißt, wir kriegen immer das gleiche Geld wie im Vorjahr für genau diese Position, kleine Reparaturen, Instandsetzungen. Und da wissen wir alle, dass die Preise steigen und dass das einfach eine schwierige Situation ist. Da hat Herr Bertram ja darauf hingewiesen. Für die großen Renovierungen oder Neubauten, die wir ja auch haben, ist am Ende der Landtag zuständig, weil dann doch sehr viel Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Das reicht nicht, wir brauchen mehr, das haben Sie deutlich gezeigt, aber dabei darf man das andere durchaus auch anerkennen.